Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Florian Ibe, ich bin Inhaber und Geschäftsführer der Werbe- und Marketingagentur PicType mit Sitz in Köln und München. Wir machen seit über 10 Jahren, um genau zu sein, seit 2010, nichts anderes wie WordPress und WooCommerce und Online-Marketing und haben dementsprechend auch schon in über 1000 Projekten einige Problemstellungen von Kunden bearbeitet und Kunden dabei geholfen, wie man den eigenen Online-Shop besser verwaltet, schneller verwaltet und je nach Produktmenge halt auch wirklich mehr Flexibilität da reinbekommt und nicht den Überblick verliert. In diesem Video soll es darum gehen, wie man den Lagerbestand verwaltet, wie man wirklich entsprechend ganz schnell Produkte bearbeiten kann und das Ganze halt so hat, dass man auch eine Übersicht auch bei tausenden von Produkten hat, filtern kann und selbst schnell Warenbestände, Lagerbestände verwaltet. Denn das ist oft ein Problem, wenn man halt zum Beispiel viele Bestellungen hat, ganz viel auch Nachlieferung bekommt von Lieferanten und dann halt den Bestand anpassen muss. In der normalen WooCommerce-Verwaltung ist es sehr aufwendig und ich sag mal schon ab 30 Produkten im Prinzip schon scrollt man sich zu Tode, man muss einzeln öffnen, man hat Ladezeiten und. Es macht einfach keinen Spaß. Ich verlinke jetzt hier mal entsprechend rechts oben das Video, da geht es um den Advanced Bulk Edit. Damit kann man die Produktpflege extrem vereinfachen, da habe ich schon mehrere Videos zu gemacht und hier kann man halt zum Beispiel auch ganz einfach die Produkte laden, also über Get Products, dann zieht er sich alle Produkte aus dem Shop raus. Ich habe enorm viele Möglichkeiten, hier entsprechend die einzelnen Felder anzeigen zu lassen und habe hier dann zum Beispiel Stock Quantity, das heißt den Lagerbestand, und kann hier einfach ändern. Tippe jetzt hier 5 ein, dann sehe ich es entsprechend hier markiert, sage Save Changes und der Lagerbestand ist angepasst. Dazu halt, wie gesagt, das andere Video zu diesem Plugin. Hier ist halt noch ein bisschen aufwendiger. Hier kann man alles mitmachen, die gesamte Produktpflege. Wer aber den Lagerbestand sehr einfach und intuitiv verwalten möchte und dann noch so die Basissachen wie Preis, Sale-Preis, Gewicht und so weiter verwalten möchte, der kann das halt entsprechend hierüber machen. Wie immer bei meinen Videos, Link unterhalb des Videos in der Videobeschreibung. Und ich zeige euch einfach mal ganz kurz, was das Plugin hier kann. Man sieht es auch schon, die Übersicht ist extrem einfach. Ich habe eine Suchfunktion. Und wenn ich jetzt zum Beispiel von Lieferanten oder woher auch immer entsprechend neue Produkte bekomme, kann ich einfach hier reingehen und in ganz, ganz kurzer Zeit und vor allem sehr übersichtlich meine Produkte bzw. deren Lagerbestand pflegen. Es geht auch für Varianten, wie man hier entsprechend sieht. Und das macht halt wirklich Spaß. Wir haben die Möglichkeit, auch hier entsprechende Farben zu vergeben. Das heißt, ich sehe dann auch in einer Übersicht von mehreren hundert Produkten ganz schnell, wo wird es eng, wo wird es nicht eng und kann mich darüber halt orientieren als Shopbetreiber. Ich habe die Möglichkeiten halt auch zum Beispiel die SKU zu bearbeiten, das heißt hier in der Artikelnummern. Ich kann den Namen bearbeiten. Ich habe die Möglichkeit zu sortieren oder halt auch zu suchen nach Produkten. Und man hat Ajax Space, das heißt, es lädt sich automatisch nach, ohne immer wieder neu eine Ladezeit zu haben. Das geht also ganz, ganz schnell, weil es im Hintergrund schon geladen wird. Ich habe den Lagerstatus, kann ich ändern. Entsprechend hier auch sagen, ob der Lagerbestand gemanagt werden soll oder nicht. Also Lagerbestandsverwaltung aktiv oder nicht, weil es gibt ja auch Produkte vielleicht, die unbegrenzter Menge sind und. Also all das ist auch möglich. Dann habe ich die Möglichkeit, bei den Varianten auch das so ganz schnell zu machen. Also es sieht auch optisch einfach schön aus. Und so macht Lagerbestandsverwaltung oder Lagerverwaltung allgemein in WooCommerce richtig viel Spaß. Wie ich schon sagte, entsprechend den Link zum Plugin unter dem Video. Es ist ganz, ganz einfach. Ich habe hier wieder die Google Chrome Browser Extension, dass man von Englisch auf Deutsch übersetzt bekommt und es kostet wirklich nur 29 Dollar, hat auch schon viele Sales, ist so eigentlich das Plugin, was man nimmt für den Stock Manager,
also für die Lagerbestandsverwaltung. Und ja, das Geld hat man sofort raus, weil es echt schnell geht. Wir haben auch hier Top-Bewertungen, einiges an Verkäufen, wie ich es gerade gezeigt habe, ist das wirklich super. Man hat auch die Übersetzung schon auf Deutsch mit dabei, das heißt echt das beste Plugin, und die 29 Dollar hat man sehr, sehr schnell wieder raus. Und in diesem Sinne wünsche ich jetzt einfach viel Spaß beim einfachen Verwalten von den Produkten im WooCommerce Shop. Ich hoffe, das Video hat gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und ja, aktiviert auch vor allem die Benachrichtigung, damit ihr auch weitere Videos von mir direkt als Benachrichtigung bekommt. Und ja, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Hilfe braucht bei WordPress oder bei WooCommerce, meldet euch gerne bei mir, gerne per Facebook, Instagram, LinkedIn oder auch über unsere Agenturseite picktype.de. Alle Infos dazu auch entsprechend unter dem Video. Und ja, ich wünsche jetzt viel Spaß beim Verwalten eurer Lagerbestände, beim Aufbau eures Shops, viel, viel Umsatz. Und denkt immer dran, Umsatz kommt von Umsätzen. Und in diesem Sinne, jetzt starten.